Nun werden Sie mich noch besser verstehen, warum, wieso, weshalb. Dass wir das so getan und aufs Tonband genommen, wie es hier dem irdischen Gesetz erforderlich ist. Nach dem göttlichen hätte ich das gar nicht zu tun brauchen. Hätte ich mich dieses technischen Wunders nicht bedienen brauchen, hätte ich nicht viele Reden schwingen brauchen, hätte ich die Worte gespart, sondern hätte sie gleich in der Tat umgesetzt. Aber es muss nur hier mal so sein, um jedem, auch hier, dem Gesetz oder den Satzungen des Bundes ebenfalls, dass er ganz nach dem Gesetz, nach dem irdischen, nach dem Gesetz der Behörde Genüge trägt. Hier, liebe Freunde, haben Sie doch wahrgenommen, wie genau wir alles durchdenken müssen, um auch dementsprechend zu handeln. Und was sagt Ihr Herz? Was sagt Ihr Gefühl? Was sagt Ihnen das alles, was auch Sie schon erfahren haben? Ist das nicht mehr als das, was wir heute hier getan haben? Aber doch eine Genugtuung und eine Befriedigung, die Sie alle dahingehend führt, dass Sie glauben, dass jetzt der gute Wille in Sie aufgetaucht und dass Sie wahrgenommen, dass ich mich schützend an Ihrer Seite stelle, Sie tatkräftig zu unterstützen versprochen habe, was ich ja sowieso tue, auch wenn ich es nicht verspreche, dass Sie sich jetzt gesichert fühlen und sagen, jetzt nehmen wir den Aufbau wieder vor, komme was da wolle, wir werden es wissen, so zu meistern beginnen, dass wir weiteren unseren Nächsten die Hilfe angedeihen lassen, dass auch wir bereit sind, die weiteren unseren Nächsten auf den guten Weg zu führen. Damit haben Sie eine Lebensaufgabe. Nun kann nicht jeder Ortsgemeinschaftsleiter sein, nicht jeder Kassenleiter oder Schriftführer sein oder Stellvertreter sein, sondern jeder hat eine seine Aufgabe. Der eine diese, der andere jene. Gebraucht werden sie alle. Und jeder Freund, der hier Gutes an sich selbst erfährt, wird von sich aus sich verpflichtet fühlen, auch hier Hand anzulegen, um diesem Werk treu zu dienen. Einen Gröninglohn erhalten sie nicht, sondern nur ein Lohn Gottes. Was ich auch hier aus dem bereits vorgelesen von Frau Ludwig, dass Freunde doch erklärten, dass sie sich verpflichtet fühlen, wo sie Gutes an sich selbst, am eigenen Körper erfahren, dass auch sie hier tatkräftig dazu übergegangen sind, für weitere unser Nächsten den Weg frei zu machen, um auch sie auf diesen guten Weg zu führen. Nur um eines seien sie nicht betrübt, wenn sie böse Erfahrungen machen an Menschen, die wohl versprechen, diesem Werk treu zu bleiben und nachher nicht zu ihrem Wort stehen. Daraus ziehen sie nur eine Lehre und da werden sie über ein Erkenntnisgut verfügen, sodass auch sie sagen können, ich habe hierbei gut gelernt. Aber deswegen nicht betrübt sein, wenn es einen Aufstieg gibt, gibt es auch einen Abstieg. Denn sie sind von unten nach oben befördert oder sind den Weg von unten nach oben gegangen, müssen sie wieder, um den nächsten Berg besteigen zu können, nach unten gehen. Und da geht immer was flöten, um wieder bergauf gehen zu können, um einen höheren Berg zu besteigen. Und so steigert sich dieser Berg doch, er geht einmal so und dann geht er höher und dann schleift er sich immer hoch. Denn gleich den steilen Weg zuzugehen, wäre nicht möglich. Es ist wie eine Fiebertabelle, die das auch aufweist, das ist immer ein Auf, ein Nieder. Wie es einen Morgen gibt, so gibt es eine Nacht. Das heißt den Morgen, der Morgen bringt den Tag, was Sie unter Tag verstehen. Ja, und dann kommt der Abend. Das ist die Vorbereitung für die Nacht und dann kommt wieder der Morgen. Es ist immer ein Hell, ein Dunkel, ein Auf, ein Ab. Ein Hin und Her. Und das ist das, was den Menschen in diesem Erdenleben bewegt. Sonst würden sie das gar nicht ertragen, wenn es nur immer hell wäre. Dann würden sie sich daran gewöhnen und sie hätten überhaupt keine Ruhe mehr.
Also es musste alles schon so sein. Aber diese Erklärungen hierüber gebe ich ihm von Zeit zu Zeit, so mir die Zeit wieder dazu bewegt, die Zeit bewegt mich, wieder zu ihm kommen zu können. Und ich will nicht nur, sondern ich werde, wie ich es auch immer getan habe, sie weiter dahingehend belehren, dass sie ihre Hauptaufgabe hierin sehen, das heißt, dass sie von sich herausgehen und sagen, ich habe gute Erfahrungen gemacht und diese guten Erfahrungen will ich an meine Nächsten übertragen, ich will ihn aufklären, ich will ihn sagen, wie ich zu all dem Guten, wie ich hier zur wirklich wahren göttlichen Ordnung gekommen bin. Lassen Sie es gesagt sein, Freunde, nie wird die Ordnung auch in den Nächsten zustande kommen oder nie wird die Ordnung in Ihren Körpern dann verbleiben, wenn störend Friede am Werk sind, die hier das Werk zu vernichten suchen, um hier nur den Eigennutz für sich herauszuholen, das heißt, kurz, wie Sie es ja heute hier erfahren haben, ein Geschäft daraus zu machen. Merken Sie es grundsätzlich, wenn hier solche Menschen auftauchen, die in dem Willen hierher gekommen sind, um nur zu verdienen, bitte, ich könnte hier noch andere auch aus der Gemeinschaftsspringe aufzählen, die genauso ein Geschäft zu machen gesucht und für jeden Handgriff bezahlt haben wollten. Ich möchte die Namen nicht nennen. Wissen Sie schon wer? Ja? Muss ich gar nicht sagen. Also noch einmal, meine lieben Freunde, ich bin Ihnen für das mir hier soeben Übergebene, wo ich auch wirklich glaube, dass Sie die reine Wahrheit geschrieben, wofür ich Ihnen meinen herzlichen Dank sage. Ich bräuchte das sonst nicht, aber ich muss es auch hier auf dieser Erde haben, um denen das wieder übergeben zu können, die von all dem, was hier vorgeht und was Menschen schon Gutes und wie sie das Gute erlangt haben, noch nichts wissen können. Und deswegen schließe ich ab, indem ich Ihnen auch heute hier sage, ich weiß nicht viel. Ich weiß weiter nichts als nur das, was Menschen heute nicht mehr wissen. Mehr weiß ich nicht. Dass ich mir meines Hierseins auf dieser Erde bewusst bin, das weiß ich. Wie ich Ihnen das zu verstehen gebe, dass wie ich bin, wissen Sie ungefähr. Nur wissen Sie noch nicht, wer ich bin. Sie werden aber jeden Ihrer Nächsten wie auch sich selbst hier in der Eigentat oder an den Taten Ihres Nächsten werden Sie erkennen können, wer er ist. Und jeder Mensch hat hier ein Erdleben von Gott geschenkt erhalten, damit er hier im göttlichen Werk dienlich ist und jeden seiner Nächsten hilft, wie wenn er in einer Not, in einer Gefahr geraten. Nie werden sie einem Menschen helfen können, wenn sie voller Hass und voller Neid sind und das in Zank und Streit übergehen. Im Gegenteil, dass sie ihm mit Liebe begegnen. Mit Liebe begegnen können sie nur einem ihrer Nächsten, wenn sie von dieser großen göttlichen Liebe erfasst sind, das heißt beseelt, und dass sie ihm mit Liebe begegnen, ihn mit Liebe überschütten, sodass er dann von dem Übel frei wird, von dem er auch schon der Körper dieses Einzelnen behaftet ist. Das heißt, behaftet heißt, haftiert ist vom Bösen, und dass das Böse an diesem Menschen seine Zersetzungsarbeit vornimmt und den Körper als solchen herabwürdigt. Der Körper ist göttlich, wie der Mensch selbst auch göttlich ist. Nun glaube ich, ihn nicht mehr sagen zu brauchen. Das Tonband wird auch seinem Ende hier entgegen. Ich glaube jedenfalls, dass Sie mich richtig verstanden haben. Und nun für heute, meine lieben Freunde, wie ich Ihnen schon sagte, ich habe morgen noch sehr viel zu tun. Und glauben Sie nicht, dass ich mich drücken will und sage, so jetzt
sickelt ab, ich habe keine Zeit für euch. Nein, ich muss noch an viel, viel mehr denken. Das heißt, viel, viel mehr Gedanken aufnehmen, nicht für mich, sondern für Sie und für jeden unserer weiteren Freunde. Und dass ich morgen so voll aufbeschäftigt bin, es ist kein Vorwurf, kein Vorhalt, im Gegenteil, aber ich habe es nun mal. Mir hat das Glück so geschieden, ich muss so sein. Und muss mich auch, das heißt, so weit in dieser Zeit bewegen, dass ich die Zeit so voll nütze, denn nicht ich bestimme, denn die Zeit bestimmt. Auch hier über Gröning. Und was ist die Zeit? Das bin nicht ich. Die Zeit ist Gott, die kann keiner erlöschen. Mithin habe ich Ihnen so viel mit auf den Weg gegeben, dass es keinem der bösen Macht möglich sein wird, Gott beiseite zu stellen. Denn er als Böse und das Böse selbst ist auch in dieser Zeit enthalten. Und das ist für Sie das Warnsignal, dass Sie ja nicht dem Bösen verfallen. Noch einmal kurz gesagt, es geht hier nicht um den Namen, auch nicht um die Person Gröningen, das ist bloß der Körper. Es geht hier um alles Gute, um hier um das Rein, um das Wahre, Göttliche. Es geht hier um jeden Einzelnen selbst, der Leben, das heißt schon Gott sehr vergeudet, das heißt Gott verlassen hat. Und je weniger ist von Gott in ihm, und er hat nur die Pflicht, wieder das Rein Göttliche in sich, in seinem Körper aufzunehmen.